Am Samstag, dem 10.03.2012, gegen 17 Uhr war es soweit. Das Comicprojekt der Zukunftswerkstatt Herzberg am Harz fand seinen Höhepunkt und Abschluss in der Vorstellung des Werkes Comics rund um Herzberg, Herzberger Geschichten von Jugendlichen in Szene gesetzt, im Laden der Zukunftswerkstatt Hauptstraße 58. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß und ich hoffe, dass Sie die Botschaft weiter nach Herzberg tragen und dieses Buch eine große, große Anerkennung finden. Wir haben 1000 Exemplare drucken lassen und wir hoffen, dass wir am Ende der Saison kein Exemplar mehr in der Hand haben. Zweite Auflage. Zweite Auflage. Okay, viel Spaß. Mal hier vorne hin. Wir haben 14 Geschichten rausgesucht, Herzberger Geschichte und Geschichten. Teilweise sind das auch Sagen, die es in Herzberg gibt. Und wir haben dann einen europaweit bekannten Trickfilm- und Comiczeichner gefunden, der Arthur Klose. Bitte steh mal kurz auf. Er ist extra gekommen zur Präsentation und er hat uns geholfen im Gymnasium mit Haupt- und Realschülern und Gymnasiasten diese Comics, diese Geschichten in Comicform umzusetzen. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben jetzt ein Heft mit 56 Seiten, was wir jetzt erstmalig hier präsentieren wollen. Die Schüler haben das ganz toll gemacht. Wir möchten uns jetzt schon ganz herzlich bedanken für dieses Ergebnis. Die Dagmar Schwarzer hat uns geholfen, das in so eine Druckfassung zu bringen. Dort filmt schon wieder jemand oder fotografiert. Der Boris Gonczorek hat die Fotos von dem Workshop erstellt, die auch sehr gut gelungen sind. Wen muss ich noch erwähnen? Jetzt muss ich mal gucken. Ja, mein Mann als Kunstlehrer. Er hat es geschafft, die Schülerinnen und Schüler vom Gymnasium auch zu motivieren, daran teilzunehmen. Es war ein Wochenendlehrgang, da gehört ja auch was dazu, da mitzumachen. Und ich möchte auch noch ganz stark erwähnen den Klaus Matvio. Klaus Matvio, ohne ihn wäre das. Ohne ihn wäre das Ganze auch nicht so leicht zu erstellen gewesen, weil er einfach durch seine Sammlung von historischen Geschichten und Begebenheiten und seine wunderbaren, hervorragenden Kenntnisse davon uns Geschichten geliefert hat, die wir verwenden durften dafür. Und damit ist dieses Ergebnis entstanden. Vergessen habe ich noch die Janka Schwarzer, die uns auch bei dem Erstellen der Broschüre geholfen hat, solange ihr Studium das erlaubte, und dann hat die Mutter weitergemacht. So, ich denke, wir fangen direkt an. Geschichte des Herzberger Schlosses ist unsere erste Geschichte. Das hat die Johanna erstellt. Johanna, du darfst mal bitte nach vorne kommen. Möchtest du selber was erzählen zu deiner Geschichte? Ja, also der Apfel da, der erzählt das den beiden Kirschen, die Geschichte, und die sind so ganz aufgeregt. Was geht es denn in der Geschichte? Das geht um das Herzberger Schloss und die sieben Brüder, die haben sich sozusagen darüber gestritten. Und ja, wer das Schloss weiter regieren darf, ne? Und dann wurde da ausgelost, wer die goldene Kugel erzielt, der darf König werden. Und aber da hat der Philipp, der hat eine Frau gefunden, das war die Eleonore. Die hat er sich dann verliebt und hat sich gefragt, ob sie auch eine Prinzessin war.
weil man durfte dann nur standesgemäß heiraten. Wenn man also das Herzberger Schloss regieren wollte, dann musste man standesgemäß heiraten. Nicht? Und er hat sich verliebt und wusste jetzt gar nicht, ist die denn auch standesgemäß, ne? Mhm. Und dann hat er die goldene Kugel gezogen und hat herausgefunden, dass die auch standesgemäß war, und dann haben sie geheiratet auf Freudenstein. Ja, wir sind erst mal geküsst, ne? Mitgewirkt hast, bekommst du jetzt ein Exemplar von uns geschenkt, als Dankeschön für deine Hilfe. Gut, so ging es in Herzberg zu. Jetzt kommen wir zu Vivien. Vivien, du hast die Geschichte vom Jüssee hier. Die Sage vom Jüssee, die ist vermutlich bekannt, nicht von dem versunkenen Schloss. Vivien, willst du mal kommen? So, erzählst du dann am besten selber ein bisschen dazu. Also, wie gesagt, ich hatte die Legende vom Jüssee. Ich habe auch die beiden Figuren als Erzähler von meinem Comic genommen. Das sind die Figuren von Herrn Klose. Die heißen Molly und Bobby, und die erzählen die Legende halt. In der Legende geht es halt darum, dass ursprünglich, wo der Jüssee war, ein Schloss stand und in der eine reiche Herzogin wohnte oder eine Grafin. Und eines Tages kam halt ein Bettler an die Tür von der Grafin und bittete um etwas Brot. Und die Gräfin war aber leider eine sehr geizige Gräfin und hat ihm ein Brot gegeben, das mit Dreck bestrichen war. Daraufhin wurde dieser Wanderer ziemlich wütend und versetzte das ganze Schloss unter einen Flug, woraufhin es dann unterging. Dann habe ich halt erzählt, dass Bobby und Molly halt versucht haben, auf dem Grund des Jüssees danach zu suchen, weil sie beide Sonntagskinder sind und man sagt, nur Sonntagskinder können das Schloss sehen. Sie haben es aber leider nicht gefunden und haben deswegen gesagt, dass es wohl doch nur eine Legende ist. Die nächste Seite. Ja, aber man sieht es halt doch noch am Ende. Sage vom Ochsenpfuhl, die hat die Stella Hoskin, hier ist ein kleiner Fehler, uns unterlaufen, also Stella Hoskin hat dies gemalt, und die Stella, darf ich sagen, die würde am liebsten auch Kunst studieren, und ich finde, das sieht man gleich an ihren Zeichnungen. Stella, wo bist du? Ach, hier vorne, genau, komm mal bitte. Ich habe die Geschichte des Ochsenpfuhls. Der Ochsenpfuhl ist ein kleiner See, der liegt in der Nähe des Schlosses, etwas tiefer gelegen auf Schloss Bahnhof. Und die Sage besagt, dass es eines Tages so war, damals, dass man immer zu Ostern, wenn man ein junges Paar war, auf eine Wiese ging, die eben jetzt in diesem Ort ist, und miteinander tanzte. Diese Wiese aber, wie der Name Ochsenpfuhl schon sagt, gehörte einem Ochsen. Und dieser Ochse war nicht sehr begeistert davon, dass diese jungen Leute auf seiner Wiese herumtanzten. Daraufhin ist er natürlich zu ihnen hingegangen, hat ihnen gesagt, sie sollen verschwinden. Da diese Leute, wenn sie tanzen, seine Blumen zerstörten. Und er liebte seine Blumen. Daraufhin wurde er natürlich sehr wütend, weil diese Leute erst nicht verschwinden wollten. Dann wurde er sehr wütend und grub so lange in diesen... grub sich so lange in diese Wiese hinein, bis er schließlich auf eine Quelle stieß.
Das hat ihn sehr überrascht und die Gelegenheit nutzte er, hat davon getrunken und hat sich daraufhin wieder beruhigt. Die Moral dieser Geschichte ist, dass so plötzlich wie der Ochse erschien und wieder verschwand, das Wasser des Ochsenpfuhls erscheint und verschwindet. Im Sommer ist der Ochsenpfuhl meist ausgetrocknet, im Herbst, Frühling ist er jedoch mit Wasser gefüllt. Das sieht man auch bei den Ochsenpfuhl. Schön. Eine Geschichte und wir möchten mal die Selina bitten nach vorne. Okay, Selina. Also, früher war im Kurpark, da war eine Forstplantage und die war sehr groß mit sehr vielen Bäumen und kurz nachdem die halt eröffnet wurde, kamen sehr viele Liebe und Klauen in die Erdbeere. Die war ein sehr beliebtes Holz und glauben die halt und niemand passte darauf auf, dass sie geklaut wurde. Und dann irgendwann hat man den größten Baum geklaut, der war 8 Zoll breit. Und dann hat man einen Wachmann dahingestellt, den Feldjäger Karl Schmidt. Und der hat halt die Diebe vertrieben und später haben dann auch unbescholtene Bürger geholfen, dass keine Diebe mehr kamen, die über mich geklaut haben. Und die unbescholtenen Bürger, die sind doch hervorragend. Ja, die Elsbeere war letztes Jahr Baum des Jahres, weil das wirklich ein sehr wertvoller Baum ist. Der ist zum Beispiel jetzt auch am Gymnasium nochmal gepflanzt worden. So. Tobias muss, glaube ich, jetzt erstmal überredet werden. Ja, der steht vor der Tür. Der steht vor der Tür und. Der kommt da. Ja. So, wo ist er denn? Tobias, du wirst gefragt. Du bist gefragt. So, ja. Tobias, du musst nach Komm vorne. Komm mal mit nach vorne. So, okay. Zu uns. Deine Geschichte. Wir haben dich schon gesehen, bevor du drin warst. Okay, na, dann müssen wir uns auch entschuldigen. Er heißt Tobias Potte und wir haben Botte rausgemacht. Das ist auch ein so Fehler, für die zweite Auflage zu kodieren. So, der Tobias hat die Geschichte vom Sieberbett, also das Versprechen im Sieberbett, gemalt. Kannst du uns die erzählen? Ja, also so ja. Richtig, eigentlich weiß ich gar nichts mehr. Ja. Du bist ja jetzt noch reingekommen. Also da hast du, ich helfe dir ein bisschen, da hast du eine Figur genommen, die erzählt die Geschichte. Ne? Das ist nur der Erzähler. Hey, hört euch mal die Geschichte von der Siebe an, die ist echt lustig. So, jetzt ging's, weißt du noch, in Herzberg lebte der alte Buttermann. Ne? Und was hat der alte Buttermann gemacht? Der war, ich glaube, das war Kies. Ja, ein Kiessieber. Früher, Anfang des 20. Jahrhunderts, meine ich, war es, da hat man, also die Sieber hat ja immer noch sehr viel Kies an bestimmten Stellen und Kies wurde eben zum Bauen gebraucht. Ne? Und deswegen sind viele Herzberger dorthin gegangen, um sich Geld zu verdienen und haben dann an der Sieber Kies gesiebt. Das sieht man da wunderbar. Wir haben sogar so Löcher gebuddelt. Ne? Und, aber dieser Buttermann, was hat der zum Frühstück gemacht? Na, der ist halt so ein Leidenschaftstrinker. Also, der hat hier mächtig schon zum Frühstück getrunken. 60 Pfennig kostete ein Liter Whisky damals. Schnaps, insofern war das natürlich auch erschwinglich, denken wir heute. Wer weiß, was 60 Pfennig wert war. Ne? So, was ist ihm passiert, als er nun schon so einen großen Schluck genommen hat? Also ich kann mich nur daran erinnern, dass der halt dann so besoffen war, dass er eingefroren ist. Ja, das sieht man aber da in vielen Zs, ne? Ja, da schläft er also dann. Und dann? Ja, der
Ja. Und er hatte Angst, dass er ertrinkt. Ne? Und da hat er ein Stoßgebet ausgesprochen. Ne? Oh, bitte Gott, hilf mir hier raus. Ich will auch nie wieder trinken, hat er gesagt. Ne? Gut, und dann? Ja, was ist dann passiert? Dann wurde er halt von Gott gerettet. Ja, Gottes Hand. Er hat ihn gerettet. Und was hat er dann gesagt? Ja, eingefallen. Trink doch mal. So war die Geschichte. Ne? So, Tobias, du kriegst für deine Arbeit hier auch ein Comic-Heft geschenkt. Ne? Jetzt bist du unter die Schriftsteller hier mitgegangen. Ne? So, viel Spaß damit. So, jetzt kommen wir Brandschutz in Herzberg. Jetzt sieht man schon hier, Selina darf nochmal nach vorne kommen. Und ihr Bruder hat auch mit. Cedric, komm mal her. Die beiden waren ganz fleißig. Die haben also richtig viel hierzu beigetragen zu dieser Broschüre. Und hier geht es um den Brandschutz in Herzberg und die besondere Rolle der Ledereimer. Ledereimer wurden eingesetzt. Ja. So, du erzählst uns das jetzt. Also früher war es Pflicht für die Bürger, einen Ledereimer zu besitzen, damit in einem Brandfall das Feuer schneller gelöscht werden konnte. Und es gab auch Kontrollen, ob die Hausbewohner den Ledereimer auch wirklich hatten, aber der Ledereimer wurde leider, wenn die Kontrollen nicht kamen, wurde er zweckentwendet und dann als Nachttopf verwendet oder als Füße waschen oder auch als Topf, als Blumentopf oder um das Baby drin zu waschen. Und es gab dann auch eine Pflicht für Holzleitern, aber die standen dann meistens draußen vor den Häusern oder hinter den Häusern und wurden dann morsch und sind dann kaputt gegangen. Und dann hat man später dann das Rathaus, also das jetzige Rathaus gebaut und damit dort dann der, dann war dort die Feuerwehr. Genau. Dann gab es dort solche Gerätschaften. Du kommst auch mit einem. Ja. Ja, das muss ich direkt wieder geben. Okay. Nein. Doch. Ja. Sehr schön. So, als nächstes, da ist, ja, da weiß ich jetzt gar nicht, wer von denen da ist. Anna, ist die Anna da? Ich glaube, die drei sind nicht da. Aber die Eltern sind da von der Anna, ne? Ja. Okay. Genau, die Eltern sind da. Da müssen die. Nehmen Sie doch einfach. Wir können leider nicht hier sein jetzt, aber wir waren so neugierig auf das Buch, dass wir hergekommen sind, um uns das anzugucken. Zur Geschichte kann ich leider nicht. Gut, dann werde ich das übernehmen müssen. Und zwar geht es hier um den Artist und Clown Walter Funk. Der Artist und Clown Walter Funk, der lebte eigentlich im Ruhrgebiet und man sagte von ihm, dass er der Erste gewesen war, der den dreifachen Salto geschafft hat. Und als er im Ruhestand war, ist er hier nach Herzberg gekommen und hat hier seinen Ruhestand verbracht. Und jetzt haben die drei Künstlerinnen, Laura Klappbrot, Anna Liebel und Julia Zietz, dies aufgegriffen. Und dieser Walter Funk war wohl ein ganz lustiger und hat immer merkwürdige Geschichten hier gebracht. Zum Beispiel hat er dann sich hinfallen lassen und der Pastor Tiepke, der damals lebte, der ist dann hingelaufen und hat ihm gesagt, nun steh mal wieder auf. Und dann hat er gesagt, ach Herr Pastor, ich wollte nur mal sehen, ob Sie ein wirklich guter Mensch sind und mir helfen oder nicht. Also solche Geschichten hat Späß in der Art. Oder er hat gesagt, ich war in Nordhausen. Und dann hat der Pastor gefragt, in Nordhausen, was haben Sie denn da gemacht? Und dann hat er gesagt, ich habe Häuser gekauft. Häuser? Haben Sie denn so viel Geld? Ich habe Nordhäuser gekauft. Also solche Geschichten gibt es von ihm. Das ist ganz witzig. Und nun haben die drei Mädchen sich überlegt, also dieser Walter Funk kam nun in seiner merkwürdigen Tracht hierher und die Menschen hier in Herzberg, wie sieht der denn aus? Was ist das denn für einer? Was will der denn hier? Nicht? Also so in der Art. Und dann hat er hier sein Seil aufgespannt, wäre ja möglich gewesen, nicht? Wenn er das kann.
Und dann haben alle gestaunt, was macht der denn da jetzt? Und dann hat er tatsächlich hier mit einer Schubkarre auf dem Seil, ist ja lang balanciert und hatte gleich wird es noch besser. Und wie komme ich jetzt wieder runter? Und unten haben schon alle gesagt, oh, super, Hammer, cool. Und wo hat er das gelernt? So, dann kam er runter und nun waren alle begeistert von ihm und sagten, du bist der Größte und Beste und Mutigste und wollten das am liebsten selber auch lernen. Das ist also die Geschichte von dem Walterfang. Und die Frage, hat er das vielleicht wirklich hier gemacht? Ne? Dass er doch mal auf dem Seil balanciert ist. Das wissen wir nicht so genau. Gut. Ja, wir haben zwischendurch auch immer Fotos, zum Teil alte Fotos, neue Fotos im Vergleich. Auch das ist in diesem Buch mit enthalten. So, als nächstes nochmal Selina, bitteschön. Und zwar Herzberg als Kurort. Das ist ja das, was wir am liebsten immer sein würden. Bad Herzberg. Wie oft treffe ich Leute, die sagen, ach, du kommst doch aus Bad Herzberg. Ich korrigiere nicht immer, ne? Gut, bitteschön. Also früher, da hat halt der ein Bürgermeister, der Kreis, der hat halt überlegt und hat dann gesagt, dass Herzberg ein Kurort werden soll. Und daraufhin hat er dann das Kurkomitee zusammengestellt und hat sich selbst an die Spitze des Komitees gestellt und hat sich dann halt 3000 Mark geliehen. Und damit wurde dann ein Kurhaus gebaut, ein Brunnen gegraben und Grünanlagen wurden auch ganz schnell geschafft. Und im ersten Jahr hatte das Vorort dann 389 Gäste, daraus auch welche aus Amerika oder aus anderen Ländern Europas. Aber leider wurde es dann geschlossen, weil man die 3000 Mark nicht zurückzahlen konnte. Das ist, deswegen heißt es immer jetzt noch Kurpark, was eigentlich ja die Herzberger Forstplantage war. Ne? Das ist aus der Zeit, wo der G.F. Preis, der ja auch hier den Habskurier gegründet hat, kann man sagen, ne? die Zeitung, ja. Und da unten steht in der Hauptstraße, da ist ja noch das Haus, da steht auch dran G.F. Preis. Ja, das war damals der Bürgermeister, der diese kluge Idee hatte, aber wie gesagt, es war nur eine kurze Zwischenphase. Ja. Okay, Dankeschön. Jetzt kommt Schwimmen in Herzberg. Jetzt Leonie Müller, Nele Berlin, ist da jemand da? Ich glaube nicht, dass sie sollen. Die sind nicht da heute. Vielleicht Dagmar, könntest du mal was davon dazu erzählen, weil du ja mit deinen Schülern hier dieses Interview durchgeführt hast. Kannst du mal was dazu sagen? Wir waren im Rahmen der Kommunauten bei Käthe Rögner und die haben Frau Rögner gefragt, wie sie denn damals schwimmen gelernt hat. Und darauf beruht diese Geschichte. Frau Rögner hatte erzählt, dass sie damals natürlich noch keine Schwimmflügel hatten und stattdessen die Idee hatten, mit Bonbondosen als Ersatz für Schwimmflügel zu arbeiten. Ist in den Bonbonladen reingegangen, diese Dose brauche ich. Und die anderen wunderten sich natürlich, na, was will denn hier in dem Fall das Schaf mit der Dose? Und sie ist zum Schmied gegangen, kannst du die Dose denn zuschweißen? Und damit war sie dann. Und die wundern sich immer noch, warum denn nur? Und dann hat sie sich schließlich diese Dose auf den Rücken gebunden und damit ja einen Ersatz für die Schwimmflügel gehabt und konnte damit in Düstern schwimmen. Das haben andere auch nachgemacht, dass es gab nicht nur einen, der hier mit Hilfe von Bonbondosen schwimmen gelernt hat. Da heißt es so schön, und so wurden die Schwimmflügel in Herzberg erfunden. Ja, Schluss. Ja. Ich habe heute gehört, Frau Rögener hat heute dieses Buch überreicht bekommen von Frau Langenkamp und sie war total glücklich. Sie wird jetzt 99 demnächst und sie war ganz glücklich, dass jetzt dieses Buch erschienen ist. Und
hat sich sehr gefreut. Ja. So, Eiskeller. Cedric, das machen wir zusammen am besten, ne? Okay. So, Cedric, die Geschichte vom Eiskeller. Wenn der... Ja. Immer wenn das Eis... Willst du selber was sagen? Ja. Ja. Okay. Am Ufer des Höhlengrabens unterhalb der Nikolaikirche ist der Zugang zum ehemaligen Eiskeller. Der wurde jedoch 2005 zugemauert. Zur Eisernte ging man... der Eiskeller gehörte zum alten Herzberger Brauhaus. Es gab weitere Eiskeller im Besitz von Gaststätten oder Getränkehandel. Zur Eisernte ging man noch in den 50er Jahren. Das Eis wurde mit Pferd und Wagen zum Eiskeller gebracht. Zur Eisernte ging man noch in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts auf den Jüssi. Sobald eine Eisdicke von 30 cm erreicht war, es wurden Eisblöcke herausgehackt und auf Pferdewagen verladen. Auf einer Art Kartoffelrutsche ließ man das Eis von oben in den Keller heruntergleiten. Den ganzen Sommer über konnten die Gaststätten mit dem Eis das Bier kühlen, zum Beispiel auch bei Festen, die draußen gefeiert wurden. Danke. Segenhardt und das Schlosscafé. Und
Gegenpart ist jetzt das, der deutsche Kaiser, ne? Ja, für Vaterland. Und nach dem Krieg kommt halt der Wiener Musikant Ferdinand Kruder nach Herzberg und stellt dann eine Tanzkapelle zusammen, mit der er dann Mittwoch, abwechselnd Mittwoch, Sonnabends und Sonntag in beiden Lokalen spielt. Und dann kommt auch bald das Schlagwort auf, wenn, wenn Frede Kruge, Krudes Jazzband spielt, ist alles wieder da. Und die beiden Lokale verkauften auch nicht alle Getränke. Im Schlosscafé wurden nur Wein, Kaffee, Limonade und Liköre verkauft. Und im Vaterland Bier und Schnaps. Und deshalb gab es dann nachts einen sehr regen Verkehr von Lokal zu Lokal. Ja. Die hatten tatsächlich nur die Konzession immer für diese Getränke, ne, damit eben beide auch zum Zuge kommen sollten. Und so gab es diesen Pendelverkehr. Ja, und wir sahen da eben auch das Wunderbare, jetzt zurechtgemacht, den deutschen Kaiser, wie er jetzt aussieht. Also schon ganz aktuell das neueste Bild sozusagen vom deutschen Kaiser. Wunderbar. Gut. So, jetzt kommt nochmal die Lara, die hat nämlich auch zwei Geschichten beigesteuert. Zum Galgenhügel. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, dass hier in Herzberg ein Galgenhügel auch existierte und 1804 die letzte Hinrichtung war. Und davon erzählt uns jetzt die Lara. Ja, also meine Geschichte ist so aufgebaut, dass halt dieses Galgenhügel zufällig spazieren geht, wo früher dieser Galgenhügel war. Das war dort, wo man jetzt auf die Straße fährt, wenn man nach Osterode möchte, von der Dr. Frosse-Allee aus. Leider dann überbaut wurde, deshalb sieht man das heute nicht mehr. Und dieser Geist erzählt halt die Geschichte von sich selber. Er war nämlich der letzte Mensch quasi, der dort hingerichtet wurde. Du musst jetzt erstmal das nächste Bild gucken, hier ist noch falsch. Gut, jetzt ist es. Naja, das war, das flüchtet halt erstmal mit Angst, weil es halt einem Geist begegnet und dementsprechend hält der Geist dann noch fest. Und jetzt kann das jetzt machen wir das wieder retour. Zurück. Genau. Ja. Und man sieht dann hier halt, wie der Geist als Mensch selber in dem blauen Gehrock einen Menschen besticht, dass er seine Frau umbringt, oder nicht besticht, sondern kauft quasi. Und es wird dann aber aufgedeckt, sodass die beiden halt dann hingerichtet werden auf brutalste Weise. Und das müsste dann auf der nächsten Folie genau da zu sehen sein. Und ja, der Geist noch auf, dass halt früher Finger und so von Hingerichteten auch als Talismänner und so oder Talismane ja, mitgenommen wurden und das Blut aufgefangen wurde und es eigentlich noch recht barbarisch war. Und ich hab's vergessen. Vielleicht kann man noch sagen, du hast da französische Soldaten gemalt. Ist das richtig? Ja. Genau, weil nämlich zu der Zeit Herzberg von Franzosen besetzt war. Insofern waren das tatsächlich bei dieser letzten Hinrichtung die Gerichtsbarkeit durch Franzosen erfolgt. Ja. Gut, Dankeschön. Ja, da können wir froh sein, dass die Zeit nicht mehr existiert. Ja, jetzt kommt noch eine Geschichte, die Burg Schafsfels und Selina und Cedric haben sie gemalt. Die haben sie während des Comic-Workshops gemalt. Das war ihre erste Geschichte, die die beiden erstellt haben. Da sieht man unseren Künstler, Herrn Klose, in Aktion. Sehr schön festgehalten von Boris Gonschewig. Eine Dienerin oder Zofahrt hat gesehen, wie eine Prinzessin einen Prinzen geküsst hatte, obwohl sie es nicht durften. Und das kam dann halt raus und dann wurde sie als Mitwisserin wurde sie verhaftet und auf die Burg Schatzfeld gebracht und dort dann halt eingesperrt. Und sie war dort sehr lange, weil die Zeit sehr langsam vergeht. Und eines Tages kommt dann ein Herzberger Dachdecker nach Schatzfeld, um das Dach zu reparieren und hört dann die, die Dienerin halt schreien und rettet sie dann in einer Nacht- und Nebelaktion durch Abseilen
von dem Turm aus dann also die Gerette. Dann ist die Frau. So, jetzt sind wir am Ende angekommen unserer Geschichte. Ich hoffe, dass Ihnen dieser Einblick in unser Buch gefallen hat. Und Sie sehen jetzt hier noch ein paar Impressionen von dem Workshop. Da sieht man die Materialien, die Stifte, die dort lagen, die Aktion, die Freude auch, den Kuchen und was es zwischendurch gab und so weiter. Und ich will jetzt noch mal kurz zeigen, wie sowas entstanden ist. Da mal so die Seiten. Also, wir haben da drüben ein paar Originale auch liegen. Das wurde einfach hier auf solchen Blättern erstmal mit Bleistift gezeichnet, bunt gemalt, mit Buntstiften angemalt. Und dann als zweites wurde es dann auf so eine Scheibe gelegt, die von unten beleuchtet war, sodass man das durchsehen konnte. Und die Kinder haben dann nochmal die Umrisse gezeichnet mit Schwarz. Und dieses waren die Grundlagen. So, das wurde dann eingescannt in den Computer und übereinander gelegt. Wenn man hier nämlich das Weiß dann wegmacht, sodass nur die schwarzen Umrisse sind, so stelle ich mir das vor, dann wurde das übereinander gelegt, dass man dann die schwarzen Umrisse hat. Sieht man auch ein Beispiel, wie das dann aussah. Und dann hat die Janka bzw. die Dagmar haben dann oft den Hintergrund noch farbig gemacht. Ne? Bei manchen Bildern. Hier ist es jetzt schon farbig gewesen, aber hier sieht man da zum Beispiel, da waren dann noch keine Farben drin. Das kann man dann auch mit dem Computer machen. Dann kann man auch das anklicken, wenn es und kann dann entsprechende Farben reinsetzen. Nicht? Und das ist das, wie der Herr Klose das auch macht. Nicht? Er hat selber ein Buch herausgegeben in Kassel, Geheimnisvolles Kassel und auch andere Bücher inzwischen schon. Und dieses Verfahren haben wir von Ihnen dann auch gelernt. Ja, willst du selber noch was sagen, Arthur, dazu? Komm doch mal nach vorne. Ne? Ja? So. Jetzt ich sage einmal, ich möchte mich ganz herzlich für die Möglichkeit bedanken, mit den Kindern hier in Herzberg zu arbeiten, aber auch die Geschichte, wie es dazu kam, die ist auch seltsam, einen Comic-Welt, also ja. Es gab eine Reihe von Zufällen oder keinen Zufällen. Es gab jemanden, der die FAZ während des Urlaubs abgeholt hat bei seinem Nachbar und einen Artikel über mich gelesen hat. Ja. Dann wurde ich angerufen. Und zwischen meinem Workshop in der Slowakei und meiner ersten Reise nach Russland haben wir eine Möglichkeit gefunden, kurzfristig diesen Workshop zu durchführen, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich glaube, den Künstlerinnen und Künstlern auch, denn es kommt nicht alle Tage vor, dass junge Menschen am Samstag noch in die Schule kommen, um was zu lernen. Deshalb vielen, vielen herzlichen Dank und für die großartige Möglichkeit, hier in Herzberg mit Ihren Kindern arbeiten zu dürfen. Dankeschön. Wenn es möglich ist, wir haben hier nicht alle Künstlerinnen und Künstler, aber ich würde gerne mit Autogrammen. Nicht vergessen, bitte nicht nach Hause gehen, ohne mir ein Autogramm zu schenken in dieses schöne Buch. Und wir hoffen, eines Tages New York Museum of Modern Art zu sehen. Bitte nicht vergessen. Ich lege das. Das ist die Haltung. Ja, Geld? Ja.
Dort liegt er und wartet auf die Übergabe. Ja. Dankeschön. Das übergebe ich an unsere Vorsitzende noch. Ja, ich glaube, wir sind stolz auf euch. Ihr könnt auch stolz auf euch sein. Aber ich denke, ohne die Unterstützung von 7 Erwachsenen aus zum größten Teil von der Zukunft, wäre dieses tolle Objekt nicht zustande gekommen. Die kriegen aber kein Buch, die müssen sich das kaufen. Aber einen kleinen Frühlingsgruß und ich sage mal kurz an, also an dieser Broschüre haben außer den Schülerinnen und Schülern, deren Namen bei den Kommissionen wurden mitgearbeitet. Dagmar Schwarzer, Projektleitung Fotos, digitale Aufbereitung der Broschüre. Dagmar. Lena Schaumann, Projektleitung und Redaktion. Klaus Matvio, Auswahl und Bereitstellung Herzberger Geschichten. Ist egal, blau. Ist egal. Arno Klose, Leitung des Comics. Danke. Organisator des Workshops und Finanzverwalter. Orange. Selber? Zweimal dasselbe. Orange habe ich gesagt. Achso, das ist gelb. Warum habe ich gesagt? Erstellung und Bearbeitung der Workshop-Fotos. Können wir bitte eine nehmen? Irgendeine. Also irgendeine nehme ich. Naja, okay. Oh, vielen Dank. So, dann steht hier noch, was ich auch sehr schön finde, die Zukunftswerkstatt freut sich mit diesem Werk einen weiteren Beitrag leisten zu können, um Herzberg lebens- und liebenswert zu erhalten. Das ist so, sage ich mal, unsere Leitidee, die wir mit der Arbeit der Zukunftswerkstatt verbinden. Und ich denke, wer mit offenen Augen durch Herzberg geht, sieht schon einige Lichtpunkte und Farbakzente. So, ich wünsche Ihnen noch ganz viel Spaß. Vielleicht noch eine Sache. Wenn Sie diese Broschüre bei uns kaufen, dann für 8 Euro bekommt man. Das haben wir noch gar nicht gesagt, das wie teuer es ist. Genau, 8 Euro. Das ist für einen guten Zweck. Und zwar möchten wir auch dies Jahr wieder das Fest im Park, im Domeyer Park, mit vielen Mitmachaktionen für die Kinder, aber auch für alle Altersgruppen mit Musikbeiträgen und so weiter durchführen. Bisher hatten wir immer Fördermittel, sodass wir das auch wirklich hinbekommen haben. Dies Jahr haben wir noch keine Fördermittel dafür und wir hatten trotzdem mit großer Begeisterung eigentlich von unseren Mitgliedern schon in einem Plenum beschlossen, wir möchten es trotzdem machen. Aber jetzt haben wir überlegt, von diesem Geld, das wir hier mit einnehmen, wollen wir das Fest im Park dies Jahr ausrichten. Deswegen, Sie helfen gleichzeitig mit dem Kauf dieses Buches mit, dass das Fest im Park am 14.07. dieses Jahres stattfinden kann. Das wollte ich noch sagen. Das sind Bilder vom Fest. Gut, oi, das ist sogar noch Bilder. Ja, die sind okay. Ja. Ansonsten, ja, wir haben ein Buffet dort, da sitzen jetzt viele drumherum. Sie können sich dann auch mit Getränken und mit einem kleinen Häppchen. Ja, bitte nicht an den Apfelsaft aus der Region. Ja, und Gespräche dürfen natürlich auch noch stattfinden. Wir können auch hier vorne unter Anwesenheit von Herrn Arthur Klose, aller Beteiligter und vieler interessierten Bürger und Bürgerinnen stellten die Künstler das Buch und die einzelnen Geschichten und Anekdoten vor einer sicher 70-köpfigen Zuschauerschaft vor. Erweitert und belebt werden die Geschichten durch historische Fotos
und weiteres Material aus dem Archiv von Klaus Matwiow. Die Broschüre kostet 8 Euro und ist ab sofort im Laden und bei der Zukunftswerkstatt erhältlich. Erstellt wurde der Band im Rahmen des Stadterkundungsprojektes Kommunauten der Stiftung Niedersachsen. Hier haben sich die Schülerinnen und Schüler mit einer von ihnen gewählten Thematik, einem Ort oder dem spezifischen Zeitgeschehen in Herzberg auseinandergesetzt. Dabei wurden nicht lediglich Fakten verarbeitet, sondern sie entwickelten ihre eigene Fragestellung und dazu passende Vermittlungsformen. Hier wird Wissen von der eigenen Heimatstadt mit ihrer historischen, kunstgeschichtlichen und sozialen Entwicklung lebendig und interessant gemacht. Der Comic fördert eine Beziehung der Kinder zu ihrer Stadt. Eine Veröffentlichung des Bildbandes wäre nicht möglich gewesen, ohne die finanzielle Unterstützung der Stiftung Niedersachsen, dem GEW Kreisverband Osterode, der GEW Herzberg sowie der Arbeit der Zukunftswerkstatt Herzberg e.V.